that thing. Turn it around. New York lady. Back there. Montego Bay im Nordwesten von Jamaica. Beim Dancehall Queen Contest wird heute um den Titel der besten Tänzerin des Jahres fleißigst der Booty geshakt. Zur selben Zeit, keine 300 Meter weit entfernt, steigt das 11. Reggae Sam Fest. Eine Woche lang treffen sich hier die größten Stars der jamaikanischen Musikszene, darunter auch Lady Saw. Im Ghetto geboren, ist sie seit 15 Jahren die krasseste unter den Bad Girls. Wegen ihrer unsittlichen Auftritte hatte sie letztes Jahr Sumfest-Verbot und der Bürgermeister von Montego Bay wollte sie sogar aus der Stadt verbannen. Doch zu spät, denn sie hat den Weg bereits geebnet für eine neue Generation von Raga-Hyänen, den Dancehall-Divas. Ich glaube, für die meisten bin ich gar keine richtige Tussi. Warum? Weil meine Show abgeht, als stehe ein Typ hinter Mikro. Ich verdiene ja auch so viel wie die Jungs. Ihr wollt eine heiße Nummer? Let me strip so I can tease, so I can bring you to your knees. Let's get high, smoke some trees. On stage, auf der Bühne spreche ich über die neuesten Stellungen beim Poppen und so Zeug eben. Die Leute fahren auf sowas total ab. Deshalb stehen die Jungs so auf mich. Frauen werden leider überall auf der Welt von ihren Männern geschlagen, nicht nur in Jamaika. Man versucht, Jamaika immer ein schlechtes Image zu verpassen. Dabei ist es wirklich ein geniales Land. Natürlich haben wir viele Probleme, aber wo gibt's die nicht? So ist das Leben nun mal. Seit Anfang dieses Jahres zählt die Landesstatistik über 1000 Todesfälle durch Gewalt. 20% der Opfer sind Frauen, die von ihrem Lebenspartner unter dem eigenen Dach ermordet wurden. In der einst puritanischen britischen Kolonie Jamaika werden die Frauenrechte nur toleriert, wenn diese kuschen. Trotzdem sind Frauen, die im Reggae ein Ventil finden, kein neues Phänomen. Denn 1964 war es eine Frau, Millie Small, die mit My Boy Lollipop den ersten internationalen Hit aus Jamaika schrieb, der sich weltweit 6 Millionen Mal verkaufte. Auf diesem Bild bin ich 21. Marcia Griffiths, die Lebensgefährtin von Sänger Bob Andy, begann ihre Karriere, als Millie Small schon ganz oben war. Inzwischen wurde sie mit dem Order of Distinction ausgezeichnet, dem jamaikanischen Landesverdienstorden. Aber berühmt wurde die Kaiserin des Reggae, wie man sie nennt, als eine der drei I3, der Background-Sängerin von Bob Marley. Das Teil nennt man ein Catch a Fire. Ein interessantes Stück, weil Bob drauf ist. Das ist Bob. Einmal wurde ich irgendwo in der Pampa rausgeschmissen und musste selber zusehen, wie ich den meilenweiten Weg nach Kingston zurückkomme. Das war nach einem Gig mit den Scatterlights. Die haben mich einfach sitzen lassen, nur weil ich nicht mit ihnen ins Bett wollte. Ich hatte mir einmal ein dermaßen enges Kleid genäht, dass ich von meiner Oma kräftig eins drauf bekam. Aber heute ist Sex doch das reinste Aushängeschild im Musikbusiness. Manchmal ist das schon ziemlich daneben. Louis Vuitton, Gucci, Fendi. Sex ist eine der Hauptzutaten der jamaikanischen Musikindustrie. Und die Stars werden in den Dancehalls geboren. Im Asylum, dem heißesten Schuppen von Kingston, ist heute Abend Ladies' Night. Ich habe noch ein durchsichtiges Federkleid. Die Federn verdecken zwar den Hintern, aber nicht die Strapse und den Rest. Hier zeigen die Girls immer dienstags ihren neuen Looks und Tänze, die ein paar Wochen danach von den Dancehall-Divas übernommen werden. Ja.
Alle haben nur ein Ziel, die Konkurrentin mit ihren Tänzen von der Bühne zu fegen. Schritte und Look stammen direkt aus dem Ghetto. Kein Wunder also, dass sogar die Top-Acts des amerikanischen Rap sich bei den Dancehall-Queens öfter mal was abgucken. Die Geschichte der Dancehall Queen reicht zurück bis in die Zeit des Sklavenhandels. Schon im 17. Jahrhundert organisierten die Sklaven, die auf den Zuckerrohrfeldern schufteten, Tanzwettbewerbe, bei denen die beste Tänzerin gekürt wurde. Die Tänze stammten meist aus der Heimat Afrika und beruhten auf einer komplexen Körpersprache. Die beste Tänzerin genoss einen höheren Rang in der Hierarchie der Sklavinnen. Vier Jahrhunderte später hat sich bei den Dancehall Queen Contests von Montego Bay an der Ursprungsidee eigentlich kaum was geändert. Die Wettbewerbe, die es erst wieder seit 1997 gibt, sind für viele Jamaikaner das heißeste Event des Jahres. 40 Kandidatinnen aus Jamaika, aber auch von den Nachbarinseln und sogar aus Amiland, Europa und Japan schwingen sich vor 5000 Zuschauern die Booties um die Ohren. Die Hälfte des Publikums besteht aus Frauen. Wie ich die Ärsche finde? Na, viel geiler als die europäischen, weil sie viel straffer und kräftiger sind. Da wabbelt nichts, das sind so richtig saftige Gestelle, verstehst du? 2002 war es überraschend eine Japanerin, die den Jamaikanerin die Show stahl und den Titel abzockte. Fasziniert von einem Video, das sie in Tokio gekauft hatte, war Junko nach intensiven Vorbereitungen auf eigene Kosten zum Contest nach Kingston gejettet. Dieses Jahr war sie wieder dabei, aber als Ehrengast. Meine Freundinnen sagten mir, Junko, geh nicht nach Tivoli, das ist viel zu gefährlich für dich. Ich ging trotzdem zum Gig von Swash Sound System und die haben mich im Publikum gesehen. Hey, ein japanisches Girl, haben sie gesagt. Miss Jin, Miss Jin. Sie haben mich auf die Bühne geholt und ich habe mich total gehen lassen. Das ganze Publikum hat geschrien, Bomba Class. Auch die 21-jährige LaToya stammt aus einem Ghetto in Kingston. Ihr Vater, von Beruf Polizist, gab ihr ein paar nützliche Tipps mit auf den Weg. Ich sagte zu meinem Vater, Daddy, ich gehe zum Dancehall Queen Contest. Er meinte, ich solle ja vorsichtig sein. Er wusste, dass ich dort einen Geldpreis gewinnen würde. Und er sagte, dass man mir auf dem Heimweg auflauern würde, um es mir zu stehlen. Für Geld sind Menschen bereit zu töten. Von der prüden Gesellschaft gehasst, aber von den Fans verehrt, haben sich die Dancehall-Queens ein feminines Vakuum geschaffen in einem Jamaika, in dem Männer und Kirche die Regeln diktieren. I get 10,000.
Ich verdiene 10.000 Trinidad-Dollar. Ich bekomme mehr Alkohol, als ich schlucken kann. Klamotten ohne Ende, Make-up, Möbel, alles Mögliche. Oh, keine Tee. Ich bin lesbisch. Tja, tut mir leid, aber ich lebe nicht mit einem Typen, sondern habe eine Freundin. Na und? Die Typen denken doch nur an sich. Hauptsache für sie ist, dass sie auf ihre Kosten kommen. Ich will, dass man mich streichelt. Aber das haben die Macker nun mal nicht drauf. Ich bin stolz, eine Schlampe zu sein. Cecil ist die Nummer 1 unter den Dancehall-Divas. Wie alle Sängerinnen ihrer Generation findet auch sie die Inspiration für ihr Image im Alltag der Straße oder in den Chören der Dancehall-Queens. Ihr letzter Hit Do It To Me, übersetzt Mach's Mir, war eine kaum zu toppende Provokation, denn in den Lyrics geht es um Oralsex, ein absolutes Tabu in Jamaika. Zurzeit schraubt sie bei Shaggy im besten Tonstudio von Uptown Kingston an ihrer neuen Scheibe. Das ist Cecile, ein Bad Girl. Klar rede ich in dem Song von Oralsex, aber es geht noch um viel mehr. Es handelt von sexueller Freiheit. Niemand hat anderen vorzuschreiben, was sie im Bett tun dürfen und was nicht. Do It To Me? Ja, ich kenne den Song. Und machst du es auch? Nein, ganz ehrlich. Caribbean Mama. Aha, with the glitter and the glamour. Aha, a real mama jama. Aha, make it for no the honor. Klar machen's mir die Jungs. Warum soll ich lügen? Wer soll es mir sonst machen? Kasper, der freundliche Geist? Machst du es mir? Ich mache es ihr andauernd, so wie sie es mag. Schau, da lacht sie. Ja, ja, das ist sie. Mann, oh Mann, Boy. Mann, Roll. Mann, Kings. Mom, sure.